Hi, ich bin Martin von SongwriterOnline.com und zum Ende meiner Serie gibt es heute noch einen Schmankerl für alle Logic-Fans. Ich stelle euch die wichtigsten Neuheiten von Logic 10.4.1 vor und da gibt es wirklich einen Haufen Holz zu bearbeiten. Deswegen labere ich jetzt gar nicht mehr lang rum, sondern wir fangen gleich an. Die wichtigsten Neuerungen in Logic 10.4.1. Los geht's! Okay, Logic hat mit dem neuen Update hier wirklich einen Haufen Stoff dazu geladen. Da müssen wir jetzt wirklich Gas geben, um hier durchzukommen mit diesem schönen Tutorial heute hier. Und deswegen legen wir gleich los. Die wichtigste Neuheit, auf die viele Logic-User sehnsüchtig gewartet haben, ist bestimmt die Möglichkeit, Stereokanäle ohne dieses uralte Interface von dem Stereo Direction Mixer, hieß er glaube ich, zu bearbeiten, sondern wir können das jetzt direkt hier über so einen Poti machen. Wenn ihr das machen wollt, drückt ihr einfach auf Control, klickt an und könnt hier Stereo Pan auswählen. Dann könnt ihr so einen Stereokanal hier, das Stereofeld einschränken und ihr könnt es komplett nach links und nach rechts pennen. Das ist mit Sicherheit eine der wichtigsten und besten Neuerungen von Logic 10.4. Ein weiteres wichtiges Feature ist, dass ihr für jedes Plugin eine Mid-Side-Bearbeitung machen könnt. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel jetzt meinen EQ hier reinlade und gehe nicht auf Stereo, sondern auf Dual Mono, dann kann ich hier die linke und die rechte Seite getrennt bearbeiten. Was richtig cool ist, ist, dass das auch mit Plugins von Drittanbietern funktioniert. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch einen Kompressor von Waves laden und könnte hier auch eine Mid-Side-Compression vornehmen, wenn ich möchte. Das sind schon mal die zwei der wichtigsten Neuerungen hier in Logic 10.4. Aber schauen wir uns mal an, was es noch alles so gibt. Kommen wir schon zum nächsten Highlight und zwar gibt es hier Studio Bläser. Die haben wirklich ein sehr schönes Interface und ihr könnt hier verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten oder Spielmöglichkeiten auswählen. Ich habe jetzt hier Expressive Medio genommen. Ihr könnt die Bläser staccato spielen lassen oder ihr könnt zum Beispiel auch Falls fabrizieren. Das hört sich dann in ungefähr so an. Moment, wo sind sie? Hier sind wir. Das wären zum Beispiel Falls. Ja, also sehr gute Ausdrucksmöglichkeiten oder Spielmöglichkeiten, die ihr hier über die Horns habt. Wir hören sie gleich mal solo rein, wie sich die ganze Geschichte so anhört. Es ist auch ein sehr aufgeräumtes Interface und ihr könnt hier auch verschiedene Sektionen raussuchen oder eben Einzelinstrumente. Hören wir uns das Ganze hier mal solo an. Es ist vielleicht nicht hundertprozentig überzeugend, wie dieser Klang hier klingt von den Bläsern und mit einem richtig hochwertigen Bläser-Samples kann es mit Sicherheit nicht mithalten. Aber für Pop- und Funk-Produktionen ist es auf jeden Fall okay und zu Demo-Zwecken erst recht. Hören wir mal an, wie sich die ganze Geschichte hier im Mix anhört. Die ganze Sache klingt doch schon recht ordentlich. Das zweite, nächste Highlight sind die Studio Strings. Ähnlich aufgebaut ist das Interface hier wie bei den Studio Horns. Und auch hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann verschiedene Sektionen wählen oder eben nur zwei Instrumente. Und auch hier habe ich diverse Artikulationsmöglichkeiten. Staccato, Pizzicato, Fall Long, Fall Short. All das ist möglich und funktioniert auch richtig gut. Hören wir einfach mal auch rein, wenn diese Strings hier so eine Fläche spielen. Musik.
Das kann man auf jeden Fall lassen. Die Samples sind recht hochwertig und klingen meiner Meinung nach recht überzeugend. Und gleich eilen wir weiter zum nächsten Highlight und das ist das Mellotron. Bekannt geworden in den 60ern und 70ern, kann man hier verschiedene Soundmöglichkeiten auswählen. Ich habe bei diesem Mellotron jetzt hier eine Mischung zwischen String Section und Flöte gewählt. Man kann hier verschiedene Streich- und Blasinstrumente miteinander kombinieren und dadurch einen ganz schön spannenden Klang erzielen. Und wir hören mal rein, wie sich das Solo anhört. Ich kann also hier zwischen diesen beiden Instrumentengruppen Bläser und String Section hin und her switchen, beziehungsweise ich kann sie zueinander blenden. Versuchen wir jetzt mal, dieses Mellotron hier mit unseren Strings abzumischen. Das heißt, zusammen zu blenden, dass wir einen schön kräftigen, schöne kräftige Fläche hier bekommen. Hören wir das Ganze mal im Mix an jetzt. Das klingt nicht schlecht und hier kann man an spannenden Soundpads oder Soundflächen auf jeden Fall basteln. Was bleibt noch zu erwähnen? Hier ist der Space Designer. Auch der hat ein neues Interface bekommen, das mir wesentlich besser gefällt. Die gesampelten Reverbs sind die gleichen geblieben, aber das Interface hier ist wesentlich aufgeräumter, sieht richtig schick aus und ist recht einfach zu bedienen. Viel weniger Detaileinstellungen und viel übersichtlicher. Neu dazugekommen ist das Chromaverb. Das ist ein Reverb, das eher künstliche Hallräume erzeugt, synthetische Hallräume. Das war auch vorauszusehen, weil der Space Designer deckt eigentlich mehr so die akustischen Hallräume ab. Hier haben wir auch ein schönes, aufgeräumtes Interface und können hier zwischen verschiedenen Einstellungen rumspielen. Hören wir uns mal an, wie die Bläser bzw. die Strings mit diesem Reverb hier klingen. Ich schalte mal gerade die Bläser kurz ein und dann kann ich euch die verschiedenen Hallräume mal kurz zeigen. Ganz interessantes Reverb-Plugin, mit dem man bestimmt viel Spaß haben kann. Haben wir jetzt aber im Moment nicht, weil wir müssen gleich weiter. Und wir rennen hier sozusagen von Highlight zu Highlight. Die zwei nächsten wirklich coolen Features, die neu hinzugekommen sind in Logic 10.4, sind zwei neue Multi-Effekte. Und das ist zum einen der FAT-FX und der Step-Effects. Fangen wir mal an mit dem FAT-FX. Das hier ist ein Multi-Effekt-Plugin, mit dem ihr Instrumente, so wie der Name schon sagt, anfetten könnt. Ihr könnt die Module hier unten auch verschieben, gegeneinander austauschen und schauen, wie ihr denn was für das betreffende Instrument hier am besten ist. Ich habe es hier benutzt, um meinen Bass ein bisschen anzufetten. Wir können das hier mal probieren. Ich schalte ihn erst aus und dann an. Also man hört deutlich, ich habe ordentlich Distortion dazugegeben, ein bisschen was von einem Enhancer dazugegeben und nochmal komprimiert. Hier könnt ihr bestimmen, wie stark ihr das dazumischen wollt.
Hier kann man schon beeindruckende Ergebnisse erzielen. Fast noch beeindruckender ist aber das neue Plugin Step Effects. Dieses funktioniert so ähnlich wie ein Step Sequencer, allerdings ist es für Audiosignale gedacht. Das heißt, wir setzen das jetzt mal hier auf das Mellotron ein. Das klingt nochmal zur Erinnerung so. Ich kann jetzt hier verschiedene rhythmische, komplexere oder einfachere rhythmische Manipulationen vornehmen. Ich habe mir eine rausgesucht, die am besten passt. Und wenn ich die zuschalte, dann klingt das, wie ihr gleich hört. Ich schalte es gleich mal zu. Sehr cool. Und so hat man innerhalb kürzester Zeit sein Pad wesentlich interessanter gemacht, wesentlich mehr Energie reingebracht und ein bisschen Bewegung reingebracht. Schauen wir mal, wie das jetzt im Gesamtmix klingt. Weiter im Text. Ebenfalls dazugekommen sind drei neue Vintage-EQs. Und ich muss zugeben, ich habe die am Anfang so ein bisschen belächelt, aber nachdem ich jetzt ein bisschen damit rumprobiert habe, gefallen sie mir richtig gut. Wir fangen mal an mit diesem Console-EQ. Das ist eine Emulation eines Neve-EQs und den habe ich hier auf den Mixbass eingesetzt. Wir hören mal, was das für einen Unterschied macht. Ich lasse ihn erst hier aus und dann schalte ich ihn zu. Hier habe ich das Preset Enhanced Mix verwendet, noch ein bisschen dran rumgespielt und hier geht der Mix, dadurch geht der Mix richtig schön auf. Kann man auch sehr gut auf Einzelspuren einsetzen. Richtig gutes Teil hier, probiert ein bisschen dran rum, liefert richtig gute Ergebnisse. Okay, kommen wir zum zweiten neuen EQ. Den habe ich hier auf den Drumbass angewendet und das ist ein grafischer Equalizer. Das ist eine Emulation eines API-EQs. Und hier habe ich auch ein Preset angewendet und habe ein bisschen dran rumgespielt. Wir hören uns die Drums mal solo an und ich lasse das Plugin aus und schalte dann zu. Auch hier ein astreines Ergebnis. Die Drums gehen schön auf, werden kräftiger. Hört sich richtig gut an, kann man richtig was mit anfangen mit diesem Teil. Der dritte im Bunde ist ein Vintage Tube EQ. Das ist eine Emulation zweier Pultec EQs. Die habe ich hier auf die Gitarren angewendet, auf den Gitarrenbus, um ihnen einfach ein bisschen mehr Wärme zu geben. Das ist sehr subtil, funktioniert aber trotzdem richtig gut. Hören wir es mal hier solo an. Ich lasse das Plugin komplett aus und schalte dann wieder zu. Okay, hier eher sehr subtil, aber so ein bisschen ein Hauch von Wärme können wir hier noch mit dazugeben und das funktioniert richtig gut. Also auch hier alles richtig gemacht, vielen Dank an die Logic-Entwickler. Was weiterhin neu ist, ist, dass es eine neue Soundbibliothek Visions für Alchemy gibt. Das sind eher so cineastische Sounds für Filmproduktionen. Weiterhin neu ist die Loop-Bibliothek, die ist ein bisschen aufpoliert worden und zwar mit lockerflockigen 800 neuen Loops, die ich mir jetzt natürlich noch nicht alle anhören konnte. Auch aus der Rhythmusgruppe gibt es Neues zu vermelden. Die Schlagzeuger vom Drummer-Plugin haben zwei neue Kollegen bekommen, Austin und Tyrell, die mit Rods bzw. Brushes spielen. Das habe ich mir noch nicht runtergeladen, weil ich meine Drums immer selber einspiele. Sehr erfreulich für Logic-User, die mit Melodyne arbeiten, ist, dass ihr Melodyne
dass ihr euer Audiosignal in Melodyne nicht mehr erst aufnehmen müsst, bevor ihr es bearbeiten wollt, sondern dass diese Audioregion sofort adaptiert wird. Das hat bei mir nicht funktioniert, weil ich eine alte Version von Melodyne habe oder eine ältere und ich bin zu geizig, die zu updaten, weil mir das so reicht. Ein weiteres nettes kleines Feature ist die regionbasierte Quantisierung. Das könnt ihr erreichen, indem ihr einfach per Rechtsklick auf die Region klickt und dann öffnet sich das Quantisierungsmenü. Das klappt bei mir hier jetzt nur deswegen nicht, weil ich hier auf den Rechtsklick Schneidewerkzeug gelegt habe. Eine neue Funktion, um die Logic wirklich viel Wirbel gemacht hat, ist Smart Tempo. Diese Smart Tempo Funktion hat drei Parameter: entweder behalten, dann bleibt alles wie es ist, oder anpassen. Bei dem Modus anpassen könnte ich jetzt zum Beispiel eine Rhythmusgitarre einspielen ohne Klick und das Tempo-Fenster hier oder der Tempo-Editor würde hier meine Temposchwankungen aufzeichnen und ich könnte das komplette Projekttempo dann hier meinem Groove oder meinem Tempo anpassen. Was die Funktion automatischer Modus ist, weiß ich noch nicht so ganz. Damit habe ich nicht gearbeitet. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Dann darf es mir gern in die Kommentare schreiben. Was ich am Anfang vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ihr High Sierra als Betriebssystem installiert haben solltet, um Logic 10.4.1 optimal nutzen zu können. Wow, das war ganz schön viel Holz. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt alles in der kurzen Zeit so einigermaßen zeigen. Wenn euch es interessiert, schreibt mir gerne die Kommentare. Dann gehe ich vielleicht in einem extra Video auf das ein oder andere Plugin nochmal genauer ein und mache da ein einzelnes Video drüber. Ansonsten hoffe ich, euch hat meine kleine Videoserie diese Woche 7 Plugins in 7 Tagen gut gefallen. Euch hat dieses kleine Logic-Tutorial über Logic 10.4 gefallen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben oder wenn ihr meinen Kanal oder meinen Newsletter abonniert. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und sage bis dahin wie immer Tschüss!